Hallo und herzlich willkommen zu Let's Test Arctic Combat. Ich bin der Tim und mit mir hier heute da ist der Fabian. Jo, hallo. Ja, wir haben uns mal gedacht, wir spielen das neue Spiel Arctic Combat. Das ist vor 3 Tagen rausgekommen. Ein Free-to-Play-Game, kann man sich bei Steam downloaden. Und ja, ich denke mal, wir starten jetzt direkt. West Server 2, ne? Ja, wir nehmen West Server 2 und dann kann man richtig geil losfighten. So. Gucken wir nochmal Shop. Beziehungsweise Inventory. Also man kann halt hier im Shop, man kriegt am Anfang relativ viele Punkte, kann sich halt eine Waffe kaufen. Ich habe mir jetzt hier die AK genommen. Was ich erst gedacht habe, dass sie irgendwie nach 1 oder 2 Tagen weggeht, dass man sich die dann wieder kaufen muss, ist ja so typisch bei so Free-to-Play-Shootern. Ja, aber nee, man kann die wohl hier reparieren. Wenn man wohl stirbt oder so, kriegt man wahrscheinlich Schaden mit der Waffe, oder wenn man die generell benutzt, dann kann man die reparieren. Bist du gerade bei Waffen drinne? Ich habe hier eine kleine Info für dich. Ja. Du kannst bei Waffen, Moment, da muss ich noch kurz Channel machen. Du kannst, siehst du die Waffe, da kannst du Repair machen, ne? Ja. Und darunter kannst du Modify machen, da kannst du auch richtig geile Visiere draufschrauben. Ja, und Tarnung sich auch. Ja, und hier ist noch so ein Ding und so ein Ding. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die was taugen, aber ich kann einfach mal einen kaufen. Ja, gibt da nicht viele zur Auswahl. Aber kostet ja alle gleich viel. Ich denke mal, die werden jetzt nicht so. Was auch geil ist, du kannst ja halt so ein bisschen Paint und so kannst auch machen. So die Farbe ändern von der Waffe. So individuell anpassen, das ist schon ziemlich cool. Ja, 2 Farben. Yeah, yeah. Ja, immerhin. Wir müssen ja dazu sagen, das Spiel ist jetzt seit 2 Tagen draußen und es gibt noch nicht viel. Ja, es ist fragwürdig, ob man natürlich so ein Spiel so früh releasen sollte, wenn es noch nicht wirklich was da drin gibt, was man so kriegen kann und so, also an Gegenständen und so. Die Waffen hält sich alles noch in Grenzen, was man da so alles auswählen kann. Aber, naja. Ich sag mal, kann ja noch werden. Oh. Und die Entwickler geben sich hoffentlich noch ein bisschen Mühe, dass das noch ein bisschen mehr zu bieten hat. Aber ich sag mal, aufs Spiel selber kommt es ja an. Dann können wir ja noch ein bisschen testen, ob das Spiel was taugt. Und dann können wir ja immer noch entscheiden. Richtig. So, ich denke mal, bleib bei meiner AK. Die läuft. Back. Können wir mal schauen. So. Die sind alle schon in-game. Ja, versuchen wir einfach mal einen zu joinen, weil ich kann nicht vorstellen, dass wir jetzt... Server 28, da sind 11 am Waiting, also am Warten in der Lobby. Wollen wir joinen? Okay, ja, dann joinen wir da einfach mal, warte 28. mal. 28 war das, okay. Ja. Ich habe nämlich gerade noch richtig geil meine Waffe ein bisschen aufgerüstet und die Farbe angepasst. Komm mal rein hier. 28 war das? Yep. Alles klar, sind noch 10 Leute drin. Ja, joinen wir mal. Ja, ah, sieht gut aus. Ja, ich gehe direkt mal in dein Team. Ja, vielleicht haben wir diesmal Glück und sind in einem Team, weil bis jetzt haben wir noch nicht so viel Glück. Wir haben es schon angetestet und ich sag mal, die Server-Auslastung ist jetzt noch nicht so extrem hoch. Ja, und manchmal ist aber auch der Bug, wir sind beide im gleichen Team hier, im RSA-Team zum Beispiel, und auf einmal bin ich drüben. Ja, ganz komisch. Ja, gut, der Bug nennt sich Teambalancing und die Leute, die springen hier, wie die benutzen die Server wie abgelutschte Nutten. Ja, die springen hier umher, das ist unglaublich. Oh. Mich hat gerade einer eingeladen. Ja, mach. Zu so einem Clan, ja. Ich mach das hier mal die Clean. Ja. Die Clan. Tut mir leid, Junge, aber wir sind gerade in Aufnahme und. Ich glaube, der lädt hier alle ein. Ja, das glaube ich auch. Die wollen ja einen richtig geilen Clan hochziehen. Mach mal hier. Aber nix da, ey. So billig bin ich nicht. Okay. Ja, mal ready. Genau, ich habe hier gerade ein bisschen gepennt. Und man sieht, vielleicht, ich weiß nicht, bei sie müssen wir ja sehen, wie die Leute hier rumspringen. Aber die sind da vielleicht noch ein bisschen unschlüssig, wo sie hinwollen. Ja. Und so wie das gerade aussieht mit dem Balancing der Teams, wird wohl wieder einer von uns rüberwandern müssen. Das sehe ich schon wieder kommen. Jo. Ja, wo sieht man denn hier, wie lange das noch dauert? Oder müssen wir jetzt echt warten, bis jeder ready ist? Ich glaube, der kann das einfach so starten, genauso wie... Ja, ich vorhin, ne? Wir haben so einen kleinen Test gemacht. Okay. Und, ja. Ja, so wie das Team jetzt gerade ist, finde ich das ganz gut. Also wir haben hier 8 Leute und das gegnerische Team hat 5, ja? Ist fair. Das ist vollkommen in Ordnung, gerade waren es noch 4. Ich glaube, so haben wir auch eine gute Aussicht auf Gewinn. Ja, auf einen Sieg. Aber der will irgendwie nicht starten. Typ.
Ja, das dauert hier gerade ein bisschen. Ja, tut uns leid, Leute, wenn ihr ein bisschen warten müsst auf das richtig geile Spiel. Aber die Leute sind sich noch ein bisschen unschlüssig, wo sie jetzt nur hinwollen. Weil scheinbar ist hier das rote Team, die RSA, wohl ein richtig geiler Verein, wo alle rein wollen. Und die AF, da will wohl keiner rein. Das ist wohl so eher die Abstellkammer für die Leute, die Oh ja. keine andere Wahl haben, als rüber zu gehen. Ja, wo soll er denn hier? Ja, komm, hier. Sonst müssen wir hier gleich einen Cut machen, wenn das hier noch länger dauert. Aber jetzt gehen sie alle raus, Nein, ich okay? meine, man kann doch ruhig zeigen, wie das Spiel drauf ist, ne? Ja, wir können zeigen, wie lange das dauert hier. Oh, jetzt passiert was. Ja. Ich glaube, wir haben es endlich geschafft. Das werden immer weniger, nur noch 5 Ja, Mann. jetzt sind hier nur noch 5 Leute drauf, eben war ja alles noch relativ voll. Jetzt. So, okay. Jetzt kommt der Ladebildschirm. So, bin mal gespannt, in welchem Team ich jetzt bin und wie das jetzt abläuft. So, Ladebalken ist full ready. So, okay, wir sind schon mal beide in einem Team. Ja, das ist ja richtig Porno heute. Das läuft ja. So, wir sind ja schon gerade fleißig beim Stürmen, ja. Und so ein bisschen Häuserkampf. Also die Ich Grafik ist kämpfe. echt Porno. Okay, hier macht einer mit einem Flammenwerfer rum. Mitten in einem hölzernen Wohngebäude. Im Okay, wo zweiten kommen da Stock. Geschütze her? Ich glaube, die hocken hier auch irgendwo. Also ihn wurden. Oh, Lol. ich habe ihn gefunden. Der sitzt Alter, an ich dem will. Geschütz oder sowas. Ja, das Geschütz ist so ein bisschen. Wir Ja, haben es ja vorher schon der mal hat. ein bisschen gespielt, das Geschütz schießt ungefähr ungelogen 5 Schüsse auf einmal so und dann ist man irgendwie instant tot. Ja, die Geschütze, die stehen ja gerne mal irgendwo rum. Ja. Oh, hier geht's richtig gut ab, also. Also im Campen sind die Leutchen hier ganz groß dabei. Ja. Die Pros der Camper. Kommt man nicht durch. So, ich komme mal von hinten. Ja, von hinten. Ja. Aber geil. Ich glaube, ich bin jetzt hier im Spawn drin, ne? Ja. Ja, also ich renne jetzt hier mal richtig geil rein, ja, und snack mir hier die ganzen Schnittis. Oh, hier liegt gerade eine. Nee, ich behalte meine Waffe. Ja? Und da haben wir den ersten, das erste Opfer. Damit hat er nicht gerechnet. Oh, und der zweite Ja, guck habe ich mal, der hier. Server ist gleich schon wieder voll. Nice. Ja, das ist super. Haben wir ja doch noch Glück gehabt, dass der Server hier so richtig geil abgeht. Also man kann auch richtig gut aus der Hüfte schießen. Okay, machen wir ein Haben bisschen aus zwei der Hüfte. Gegner locker aus der Hüfte abgeknallt. Aber geil. Ich hätte richtig Paranoid bei den ganzen Schritten, Oh, die ich fuck. hier höre. Ah, da waren drei Gegner. Ja, gut. Also bevor irgendwer fragt, ich spiele das Game auf den höchsten Einstellungen. Ich meine, es sieht nicht schlecht aus, aber ja. Was will man erwarten für ein FIFA-Player? Oh, hab ich noch gekillt. Der in meinem Geschütz. Aber hinter mir kam so richtig geile. Richtig geiler Pipi. Der hat Okay, mich von von hinten hinten ist richtig hart reingenommen. Oh, jetzt haben wir hier so eine Einschlagstelle, ist auch interessant. Weiß nicht, ob du jetzt gerade vorbeigelaufen bist, aber hier ist irgendwas eingeschlagen. Also, man hat hier auch solche Spezialsachen wie einen Helikopter kann man beschwören, man kann mit Raketenwerfer kann man sich freischalten. Ja, der hat mir ja also nicht als Hauptwaffe oder so, sondern man muss den extra freischalten mit Kills, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Ja, das sind Abschusssicherungen, wie in Call of Duty Ja. quasi. Ja. Also den Raketenwerfer schaltet man bei 4 Kills frei, um zu sterben. Ich glaube, Drohne, weiß ich nicht, glaube ich, 4. Also ich find das gut, dass man ihn freischalten muss, weil sonst würden die Leute die ganze Zeit nur mit dem Ding rumrennen und Dauerfeuer machen. Habe jetzt irgendwie den Chopper freigeschaltet. Chopper ready, also der Helikopter. Okay, ah, da fliegt ein Helikopter. Kannst du ja mal zeigen, der Helikopter, der fliegt jetzt hier rum Okay, ich habe gerade und noch einen ballert richtig geil freigeschaltet. mit Raketen und Maschinengewehr auf unsere Gegner. Ja. Also die haben da echt nicht viel zu lachen. Gut, den sieht man jetzt, aber sieht man auf der Minimap auf jeden Fall schon. Okay, der geht also gut ab, sagst du? Das ist gut. Helikopter ist immer gut, das wissen wir ja. Der macht schön Bom-Bom. Ja, einen Killer habe ich schon bekommen. Ja, ich habe hier schon wieder einen mitgenommen. Der stand schon wieder am Geschütz rum. Wollte schon wieder campen. Ui, und da hat mich einer eine Granate oder irgendwas gekillt. Komm mal hier runter. Ah, da ist doch einer. Ja. Ja. Also so, jetzt mal im Vergleich zu anderen Spielen. Ich sag mal, es ist halt ein Free-to-Play, muss man sagen, ja. Ja. Ach, hinter, da kämmt einer, lol. Aber ob es nur geil ist, wir spielen jetzt noch ein paar Runden, dann gucken wir mal. Die Grafik hier, von der Grafik, oh.
von der Grafik gesehen ist das jetzt ja vergleichbar mit so Half-Life oder, ne, oder so. Ja, ist kein Battlefield, aber ja, ist halt Free-to-Play, was soll man sagen. Also, es gibt auch eigentlich geilere Titel, die Free-to-Play sind, aber naja, es geht. Ja, manche Leute sind halt so drauf, die spielen halt lieber sowas. Kann man schwer sagen, warum Leute sowas spielen, wenn es halt auch zum Beispiel Battlefield 2 müsste sogar auch kostenlos sein und so eine Sachen. Nee, nee. Bad Company 2, ich glaube, das ist kostenlos geworden. Ja, das ist 1900 irgendwas. Oder, ja, oder die auf jeden Fall kosten die auch nur ein Apfel und Ei, aber. Ich sag mal. Oh, fuck. Ich stehe genau hier. Weg da. Sag mal, so ein bisschen Stimmung kommt schon auf, wenn hier die Bomben abgehen und so, aber. Jo. Man merkt halt schon den Zahn der Zeit an dem Spiel, also hier. Hier ist die Grafik wirklich stehen geblieben. Ja. Es gibt auch irgendwie immer mehr Free-to-Play-Shooter-Games auch auf jeden Fall, ne? Ja, die sprießen aus dem Boden, seitdem die Leute gemerkt haben, oh, wir können hier Dinge, können hier so eine Shops machen, ja. Und dann für echt Geld und so, seitdem sprießen die Dinger ja aus dem Boden wie nichts. Ja. Ja. Das ist schon krass. Aber nichtsdestotrotz, ja, nicht alle sind schlecht. Also ich würde nicht sagen, dass das Spiel hier schlecht ist. Es läuft wenigstens stabil. Und so eine kleine Auswahl hat man ja an Waffen und. Jo. Man hat ein Level-Modell, man hat so eine Skill-Dinger, die man einwerfen kann. Also von daher. Okay, also irgendwie. Auch mit dem Raketenwerfer sehe ich gerade oben. Na gut, die sind natürlich alle am Tuben jetzt hier. Ja, ich habe hier auch gerade einen Raketenwerfer rumliegen sehen, also ich muss mich korrigieren. Die kann man wohl auch finden. Ja. Ich habe da einen liegen sehen. Ich weiß nicht, ob den jemand verloren hat oder ja, ob wenn der er, da. Wenn einer den verliert. Hier wird jetzt erstmal dick mit Artillerie rumgeschossen. Und ich glaube, die. Ne, irgendein Typ hat mich wieder gekillt. Ich weiß zwar nicht von woher, aber. Ach, ein Helikopter fand ich ja, ja gut. Ja, aber gut, da steht da kein Name, oder? Ich weiß es nicht. Der Helikopter geht richtig ab. Ich glaube, den Helikopter mache ich jetzt mal fertig. Hoffe ich zumindest. Oder er macht mich fertig. Also, wenn du Raketenwerfer findest, ist er wahrscheinlich besser gut. Also, was nervt, dass man nicht durch keine Wand durchschießen kann, irgendwie. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe dem Helikopter jetzt gegeben. Ich glaube, der haut ab, oder? Nee. Zack, aus Hüfte. Ich habe das Gefühl, aus Hüfte kann man besser schießen, als wenn man unaimt. Naja. Dreimal hintereinander Headshot aus der Hüfte. Ich kann wetten, hier kommt gleich so eine Schnitte bei mir. Ja, das war kein Jo. So, 5 Raketenwerfer. Warte, hinten auf, es geht ein Double Kill. Ich habe 7 Kills. Dann gehst du ja gut ab, wa? Ja, ja. Also ich muss sagen, also bei mir hätte ich da noch einen Grenzen. Nee, Granate, okay. Ich glaube, der Helikopter zieht jetzt ab. Den haben wir jetzt vergrault. Der hat keinen Bock mehr. Der mag ich nicht mehr. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob man den platt schießen kann, ja. Aber auf jeden Fall verschwindet er nach einer Zeit, ja. Ja, das ist klar. Das ist. Wäre auch unfair, wenn er ewig da bleiben würde. Oh, Mr. Granatenschmeißer. Oh, also hier kam gerade übrigens eine an. Damage, ne? Also, die gehen gut ab. Kann ja auch mal so eine geile Granate werfen. Also, nicht wundern, wieso ich hier die HP regeneriere. Ich habe nämlich so einen Perk drin, quasi. Wenn ich unter 50 HP bin, regenerieren die bis 50 HP immer hoch. Ja, also, es ist nicht normal wie bei anderen Spielern, dass bei anderen Spielen des Genres, dass jetzt so ein roter Bildschirm kommt und das Leben regeneriert wird mit der Zeit. Wir haben hier ganz klassisch halt eine Energie 100 HP und die laden sich halt nur höchstens bis auf 50% wieder auf. Falls man so eine Art Modifikation in seinem Anzug hat. Ja. Man kann entweder das mitnehmen oder dass man durch Medipacks 10% 10 Punkte mehr bekommt. Ja. Aber ich finde das also so besser. Oh, die hat man schon eingesammelt. Oder ist der weg, wenn ich. Ja, wenn man stirbt, dann sind die Sachen weg, die man eingesammelt hat. Okay. Also hier zum Beispiel so ein Helikopter. Der war weg. Nicht so wie bei Call of Duty. Naja. Oh, die schmeißen hier schon wieder mit Raketenwerfer umher. Ja, Granaten schon permanent hier. Ja, ja, mit Granaten gehen die auch gut ab. Ich weiß nicht, ob man noch mehr als eine Granate tragen kann oder warum manche Leute halt gleich zwei werfen. Okay, ich krieg hier gerade so einen Alarm.
Oh, Bombing. Skybird. Skybird, was ist. Okay. Hubschrauber. Ja. Alter, kann ich denn eigentlich mit dem Geschütz. Kann ich so hoch. Geht die so hoch? Ah, ne, natürlich nicht. Wo ist denn der Hubschrauber? Ich will ihn jetzt mal abschießen. Den sieht man ja auf dem Minimap. Okay, ja. Ist immer schlecht, wenn man nach oben guckt und dann auf den schießt und dann nebenbei einer auftaucht und dann wegbrutzelt. Ja. Es gibt ja auch so ein paar richtig geile Waffen, so Raketenwerfer sowieso, Flammenwerfer und so gibt's hier zum Beispiel auch, ist auch ganz cool. Jo. Ja, also muss ich schon sagen, das bisschen Waffenauswahl hat man ja. Der Helikopter ist gerade ein bisschen blöder. Ich kann den nicht raus. Ich merke schon, die Leute sind hier richtig geil am Campen. Oh, scheiß Helikopter. Also bei denen am Geschütz, da steht ja immer einer. Ja, kommt natürlich direkt um die Ecke gejumpt, gib mir direkt einen Headshot, ist klar. Ist klar, Johnny. Spawncamper am Start. Ey, was ist denn das? Das ist ja unglaublich. Der hat bestimmt hier 100 Euro investiert und hat jetzt so eine Ultra-Armor. Nee, Spaß beiseite. Aber der geht hier ganz gut ab, ey, der eine. Oh, der hat auch eine Scar gehabt. Kein Wunder, dass der so gut abgeht. Okay, der eine, der sind der hat Geschmack. Den nehme ich mal direkt mit. Das ist schon cool. Okay, direkt tot. Oh, die campen da. Ja, ich habe halt Gefühl, die Map hier ist schon echt hart. Ja, ist halt alles sehr camperlastig. Ja, der campt da hier am Spawn. Das ist wunderbar. Ja, Spawn-Campen ist natürlich auch ganz große Klasse. Ja. Dafür braucht man sehr viel Skill. Ja, Artillerie hier wieder. Das sind immer die Skiller, die das machen. Also, die kamen da richtig drauf. Okay. Oh, jetzt habe ich gerade gesehen, es gibt ein Schadensmodell-Gebäude. Man kann hier die Gebäude zerbomben. Das ist ja wirklich interessant. Also, das muss ich wiederum sagen, das ist echt ein Pluspunkt für das Game. Also, man hat hier echt schon ein Schadensmodell der Gebäude. Das ist ja nicht unbedingt Pflicht oder normal. Also, was die Grafik nicht kann, das kann das Schadensmodell wiederum. Das finde ich gut. Ey, die sind halt so am Campen hier bei uns, ne? Bei uns am Haus. So. Ja, also, ich komme mir vor allem vor, die sind gut am Rummetzeln. Ich habe das Gefühl. Da habe ich echt keine Schnitte gerade. Ja, kannst du knicken. Zack. Also sie sind fast gar nicht am Campen hier bei uns. Auf keinen Fall. Also den Camper habe ich jetzt erst auf jeden Fall erwischt. Ey, das ist so dumm. Ich glaube, ich habe sie jetzt ausgerottet hier oben. Oh, ich höre schon wieder Artillerie und genau bei mir, ja. Ja. Das heißt, ich bin jetzt so gut wie tot. Obwohl, ich habe mich gut versteckt hier. Vielleicht überlebe ich den Angriff. Ja, ich bin im Haus. Nee, ich habe nicht überlebt, weil da auf einmal 5 Leute hochkommen. Also sind hier echt gut am Metzeln. Ja, wieso will er denn nicht sterben? Ich hau alles drauf. Der Typ ist auf jeden Fall hinüber. Kommt eine Granate und der Typ läuft natürlich genau rein. Komm hoch, hoch, hoch. Okay, das war's mit dem zweiten. Ich habe den ganzen Camper erstmal erledigt. Ja, aber klar, bin ich einmal oben, dann direkt. Ja, natürlich. Ich sag natürlich, ich habe die Camper erledigt und nächstes Mal kommt der nächste. Steht da erstmal wieder um die Ecke. Wo man sagen muss, naja, Camper, die stehen halt nur in der richtigen Position. Ja, direkt bei unserem Spawn hier, das Haus. Ja, genau. Zufällig. Ja, muss aber auch sagen, man hat ja hier so einen kurzen Moment, in dem man unsterblich ist, ja. Wenn man spawnt. Das heißt, man kann nicht sofort einen Headshot kassieren oder so, aber... Naja. Wo kommen die denn hier hoch? Ach, wahrscheinlich hier über die Treppe, ne? Die Leiter. Ah. Eine Granate reinwerfen. Hier kann man die Leute echt gut abfahren. Mhm. Ich finde es echt praktisch, dass man nicht groß suchen muss, man weiß immer ganz genau, wo die stehen. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit rumcampen, nur seine Waffe. Oh ja, der hat mehr Schuss. Und wir haben natürlich wieder genau da, wo ich stehe, einen Bombenangriff. Flashgranaten. Erstmal ein bisschen Deckung bringen hier. Deckung begeben. Weiß ich, kommt man eigentlich nur da hoch oder? Muss ich irgendwie Angst haben? Ich glaube, da kommt einer hoch. Ja, ich weiß auch nicht, die kommen, die klettern hier wie die Affen.
Ja. Da war noch einer. Ja, klar. Ja, den habe ich weggesnackt. Der war auch schon wirklich fast tot, also es war kein Cheater. Ach, es war nur ein halber. Okay, jetzt hat mich der dritte erwischt. Aber jetzt fange ich schon an, auf sich gegenseitig zu schießen hier, bei unseren Leute. Jetzt fange ich schon an hier, Kannibalismus. Ist natürlich ein bisschen traurig. Ich glaube, hier von vorne kann man die auch hoch, ey. Ist auch nicht... Ah, das ist ja mein Kumpel, okay. Ey, das ist so dumm. Ja, wir haben jetzt hier, verloren, ja. Gegen die Truppe, wo wir erst abgelästert haben, dass da keiner rein will. Und... So, ja, leider verloren. Scheiße. Ja, das war's. Leider verloren. Aber man kann nicht immer gewinnen. Wir wissen ja hier sowieso, wer die Besseren sind. Okay. Ja, noch eine positive KD. Ja. 35 Kills. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben. Ich habe jetzt hier irgendwie EP bekommen für irgendwelche Missionen, die ich abgeschlossen habe. Okay. Paar Sachen freigeschaltet. Ich habe eine Gum-Gum-Pistol. Okay. Ja. Oder irgend sowas. Ja, wollen wir einfach nochmal eine Runde hier mitmachen? Ich hoffe mal, der wechselt mal die Map oder so, weil... Ja, klar. Ich fand das schon ziemlich krass. Da kann man ja dieses Bombardement machen und das Bombardement geht fast über die halbe Karte. Ja, zumindest über den ganzen Spawn, so ungefähr. Ja, genau. Hey, die sind schon alle in Game, Start Game. Achso, ja, Start Game, ja, hab ich ein bisschen verplant. So, und natürlich wieder die Map. Schön mit Artillerie wieder. Jo. Was immer ein bisschen blöd ist, ist, wenn das Spiel ist im Vollbildmodus hinterher auf dem Server, nur also das Spiel, ja, du startest ja in diesem LAN, in diesem LAN startest du. Ja, das ist so ein bisschen das kleiner. Das ist auch mit der Aufnahme ein bisschen problematischer gewesen. Richtig, richtig. Und da startet sich halt immer wieder eine neue Fraps-Aufnahme. Kurz vorher. Select ist gerade irgendwie... Was zum Teufel? Wahrscheinlich ist gerade irgendwie die Fraps-Aufnahme irgendwie... Jetzt machen wir es aber richtig fertig, hab ich gehört. Ja. Okay. Alle sind in Position, an ihren speziellen Plätzen. Bei dir leckt das nicht, ne, oder? Hm? Bei dir leckt das nicht, ne, oder? Ne, bei mir leckt das nicht. Also es läuft flüssig. Also man muss sagen, die Server laufen. Ja, bei mir ist gerade irgendwie so richtig hart. Das liegt irgendwie... Okay. Wahrscheinlich, weil sie die Fraps-Aufnahme wieder neu gestartet hat. Ja, dann muss er erstmal... Ich mach mal, Moment, warte, ich mach mal kurz auf. So, da bin ich wieder. Das Game ist gerade kurz abgekackt und dann kam eine Fehlermeldung auf Russisch. Finde ich sehr geil. Richtig Porno. So, sieh mal, das hier. Ja, das sind richtig geile Games, die wir hier zocken. Also, das ist 28, richtig, ne? Besten. Ah, fuck. Server ist voll. Ey, so ein Rotz, ne, ganz ehrlich. Oh, Mann. Ach doch, ist wieder was frei. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder in-game. Die Aufnahme startet ja wieder neu, weil einfach das Game so episch ist. Bis gleich. So, Ladebildschirm und los. Also mit der Fehlermeldung ja auch episch. Russisch. Yeah. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen, sagen wir mal, bisschen... Fixbedarf und ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen was dran arbeiten. Und dann konnte man da irgendwas anklicken und ich habe natürlich erstmal nur Kreuz angeklickt, weil auf irgendwelche Buttons, wo ich nichts lesen kann, ist natürlich, ja. Ja, ne, nicht, dass du da hinterher, weißt du klickst da okay, weißt du, und dann steht auf einmal hiermit sind sie einverstanden, dass wir ihre ganze Familie nehmen und in die Sklaverei schicken oder so nach, keine Ahnung. Ach, was auf jeden Fall auffällt, ist die Maus, die Geschwindigkeit wurde zurückgesetzt. Irgendwie. Yep, nice. Kann ich gleich umstellen, ja. Option, erstmal die Geschwindigkeit wieder einstellen. Aber ich kriege die ganze Zeit eine gewischt. Aber irgendwie. Moment. Das Game ist einfach so episch, jetzt wieder normal. Das Game ist einfach so episch. Und Artillerie im Spawn, also top. Also echt top. Ja, das ist geil, solange nicht bei unserem Spawn ist. Doch, bei unserem Spawn. Echt? Da sterben ganz viele Gegner bei unserem Spawn. Wer ist das Gegner? Also ich glaube, das ist gegnerischer Spawn gewesen. Ja, du bist ein Gegner. Du bist nicht jemand. Ach so, der ist doch geil, finde ich gut. Ach, deswegen sind meine Leute alle so gut auf einmal, ja? Ja, ja. Muss ja dazu sagen, eben gerade die Runde, die wir gespielt haben, da war ganz klar, wer da die Besseren sind. Ja klar, er kletterte die Leiter hoch, ich... Ja. Na ja.
hier direkt die Camper am Start, also ist echt pro. Oh Gott, Granate. Oh fuck. Ja, die Granate ist nicht overpowered, ne? Die macht nicht. Ja, obwohl. One hit, ja. Hä? Ich bin gestorben und wir haben uns beide gleichzeitig getötet, was irgendwie so ein bisschen sehr sinnlos ist. Ich habe niemanden getötet. Nein, ich habe ihn getötet und er hat mich auch getötet und wir sind beide einfach. Ach, da liegt ja einer! Eine Granate hochwerfen. So, und klar, ich werde irgendwie von einem Raketenwerfer durch drei Wände durchgekillt. Die werfen hier sowas, das ist ein richtiger Granatenhagel, was die hier machen. Artillerie irgendwie am Start. Ja, ich mag diese Ecke hier gar nicht, weil der. Da ist der Camper! Fuck. Ja, der Camper erledigt. Der hängt da schon seit 3 Minuten an der Ecke und wartet, dass ich da vorbeilaufe. Ich habe gehofft, er geht weg, aber er geht einfach nicht weg. Er will einfach da bleiben. Sag mal, die kommen hier eh hoch, dann werde ich mal hier ein bisschen taktisch warten. Aber mal schauen, dass ich hier. Ja, ich hoffe mal, dass die jetzt hier wieder am Fenster stehen, wo sie nahezu immer stehen. Komm schon. Also es ist ein richtig geiler Camperfight hier. Auf der einen Seite die einen, auf der anderen Seite auch die anderen. Wir hocken ja alle in unseren Ecken. Oh Gott, ich sehe die Granate fliegen. Die Granate fliegt. Okay. Ich würde sagen, die gehen auf jeden Fall gut ab, die Gegner. Okay, ich habe neben den Gegner hingeschossen, als ich meinen Hitmark habe ich bekommen. Ein kleiner Fehler. Oh, Blendgranate und. Da hinten hoppeln sie wieder. Fuck, ich hab. Hab ich da Pistole oder? Ah, da. Ich hoffe mal, die ist gut, die Pistole. Wie die alle mit Granaten schmeißen, ist unglaublich. Ich kann man mit der Pistole nichts reißen. Naja. Oh, ich habe hier gerade irgendwas gefunden. Die M4A1. Coole Sache. Kann man sich ja auch kaufen, ja. Ja. Unter anderem eine meiner Lieblingswaffen auf jeden Fall. Ist voll cool. Oh, da fliegt schon wieder Granate. Okay. Ja, klar, weil ich komme um die Ecke. Gerade der Camper mit dem Raketenwerfer oben. Also, das ist. Weißt du, der Camper ist halt direkt an der Ecke. Das ist so. Ja, du musst sie einfach aus der Ecke, du musst sie aus der Ecke holen. Gibt keinen anderen Weg, ich werde jetzt die ganze Zeit hier die Typen wegsnacken. Ich weiß schon ganz genau, wo jeder einzelne von denen steht. Jetzt machen wir erstmal wieder Friendly Fire. Wir haben hier einen Helikopter, ziemlich cool. Ja, hier. Der schießt direkt auf mich. Direkt Raketen-MG, alles am Start. Natürlich mit Aimbot, ne, ist ja klar. Ist wieder gestartet, Helikopter. Alter, da hat er eine Granate mit Raketenwerfer uns geschossen. Ja, ich liege auf dem Boden. Ja. Und der Helikopter fliegt direkt über den Spawn einmal rüber. Ja, ist nicht schlecht. Also, ich muss dazu sagen, ich find's nicht schlecht, ja. Weil ich bin ja im anderen Team. Naja. Es ist unglaublich, ey. Überall stehen die Camper immer an denselben Stellen. Da steht einer auf dem Dach mit dem Raketenwerfer und schießt. Ja. Okay. Ey, das ist so völlig. Ja, vor allem, man kann mal schön den Namen noch von ihm sehen. Er läuft die ganze Zeit auf diesen. Ey, wo sind der steht die ganze Zeit im Gebäude und ballert auf den Spawnpoint. Das ist episch, ja. Aber jetzt habe ich ihn gesnackt, vorbei mit Camperei. Ja, die sind ja auch alle direkt bei unserem Spawn, ne? Das ist so nervig. Huch, das war ein Gegner, wie kommt denn der da auf einmal hin? Ja, oben am Fenster, ey, das ist so episch. Ich habe gerade den Camper weggeholt, jetzt steht der nächste. Jetzt steht er schon wieder derselbe. Am
Fenster, obwohl ich ihn gerade eben erst weggeholt habe. Oh Gott, jetzt kommt der. Ist das ein gegnerischer Helikopter? Oh nein. Ja. Der hat hier erstmal richtig geil Raketen in die Masse am Spawnpoint hingesetzt, ja. Da wäre erstmal alle umgefallen. Beim Campe. Immer derselbe. Ja, war klar. Ich natürlich stimmt nicht. Ah, bisschen frustriert. Und da ist Raketenwerfer gewesen. Dass der da campt, ne? Ist so versteckt, also, ne? Das ist ja wie ein Freitod, wenn man hier spawnt, ja? Weil schön der Hubschrauber die ganze Zeit draufzimmert. Ich glaube, jetzt habe ich den Helikopter erstmal vergrault. Der ist jetzt hoffentlich weg. Ja, ich habe den Helikopter vergrault. Und durch die Wand schießen kann man auch nicht, ja. Hey Junge, willst du nicht nach vorne laufen? Okay, bleib da stehen. Ist mir auch egal. Okay, unser lieber Freund ist jetzt gar nicht auf seinem Platz. Das verwundert mich. Dann nutzen wir den Platz erstmal aus. Und schießen erstmal die Hälfte der Gegner weg. Wie viel hat er denn? Boah, 49-14, ey. Krasse Scheiße. Ja. Mei, explodiert alles, die ganze Zeit geht hier alles in die Luft, hier ballert ein Artillerieschlag nach dem nächsten. Ist unglaublich. Ja. So, ich werde mal hier so ein bisschen warten. Hab ich die MP5. Ah, jetzt haben wir einen Sniper bei uns auf dem Dach, da wo vorher der Camper war. Jetzt haben wir jetzt einen neuen Camper. Oh, da ist schon der Camper, hammer geil. Und mit dem Raketenwerfer hat mein Kumpel den weggesnackt im Haus. Der Gordon, ja. Hab ich gewonnen. Nice. Okay. So. Hammer geil. Ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, das Spiel ist, ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist einfach nur... Episch. Es hat so seine, seine Besonderheiten, als auch, nicht ganz so besondere Besonderheiten. Ich habe 15 Tage die MP5 gerade bekommen. Okay, cool. Einfach checken. Ich hoffe mal, ich habe auch irgendwas bekommen. Ah ja, ich habe auch die MP5. Ja, war klar. So, wollen wir auf dem Server bleiben? Und was kriege ich diesmal? Wieder geile 500 Points. Geh mal in mein Server, in mein Team, oder? Weil nur die kannst wechseln, weil ich habe ja hier das leere Team. Ja gut, jetzt ist es ausgeglichen. Ja, aber ich komme rüber. Passt. Okay, ready. Ready. Ja. Spielen wir noch eine Runde, ne? Oder? Ja, spielen wir noch eine Runde, auf jeden Fall. Also, wir haben das Spiel jetzt, eine Runde gespielt und ich sag mal, das war jetzt so ein bisschen sehr camperlastig, obwohl wir spielen jetzt immer dieselbe Map. Ich hätte ja schon gerne noch mal eine andere Map gesehen. Ja, dann gehen wir noch mal raus, bevor die wieder starten. Dann gehen wir noch mal schnell raus. Weil dann zeigen wir euch noch eine andere Map. So. Das ist ja hier wieder die gleiche. Server 100, 388. Siehst du den? Silo? Ja, ich bin jetzt gerade dem Spiel gejoint, weil während ich 388? Ready bin, kann ich nicht. Du musst Cancel drücken da unten. Ja, ja. Ich weiß. Hättest du machen müssen. Ja, gehst du schon mal rein, ich guck nicht nach. Jo, 388. Start okay. Game. Ja, weil er muss wissen, ich habe hier halt Ready gedrückt gehabt vorhin und er konnte ja nicht mehr raus. Ja. Okay. So. Und wieder jetzt eine Flaps-Aufnahme. Yay. 188? 388. Ja, 308, genau, mein hier. Silo. Aber du wirst wahrscheinlich ein Gegner sein, weil, ja. Oh, er sagt mir, der Server ist voll. Ja, dann warte noch einen Moment. Geht eh wahrscheinlich einer raus. Jetzt ist der Server verschwunden. Ach so, hier. Versuch einfach.
So, MP5 mal hier. Zack, zack. Ist ein Platz frei, definitiv. Sagt mir, Team ist voll. Ja, warte noch einen Moment, vielleicht. Das ist gleich erst aktualisiert. So, die Map Silo. Okay, kenne ich persönlich noch nicht. So, Headshot. Okay, haben das Sniper direkt einen Headshot? What the fuck? Oh, geht's denn hier lang? Folge ich immer meinen Teamkameraden? Er ist immer noch voll, ne, oder? Ja, ich würde dich gerne gerade tatkräftig unterstützen, aber das funktioniert ja halt gerade nicht. Ich muss nur dazu sagen, wir haben hier halt 20 Server oder so offen. Ja, davon sind halt die Hälfte voll und die andere Hälfte ist halt leer. Ja. Also. Ist sehr gut. Es gibt halt 388 zum Beispiel auf 388, aber davon sind viele oder sehr viele einfach nur selbst erstellt mit ein, zwei Mann drauf, die einfach nur die ganze Zeit da rumgammeln und warten, bis irgendwelche reinkommen. Ja, also momentan haben wir, sind alle Server voll, bis auf, also die eine Hälfte ist voll und die andere Hälfte sind dann immer nur zwei oder einer drauf. Also auf die, die noch, wo man noch joinen kann. Fuck. Das ist schon ein bisschen. Oh, jetzt hier ist meine Chance. Und ja, ich bin drin. Ja, in meinem Team. Ja, da sind gerade zwei. Meine Damen und Herren, ich habe es geschafft, ja. Man muss immer nur hoffen und warten. Man ist gut im Spiel. Und oh, wir haben jetzt mal eine andere Map. Das ist jetzt eine etwas kleinere. Die haben wir auch schon gesehen. Richtig geiler Atomreaktor. Ja, Silo. Ja. Ach, ich spiele ja schon, weil ich darf ja. Ja, ja. Das habt ihr ja bestimmt alle schon gesehen. Ich bin ja jetzt hier Nachzügler, ja. Ich hab da. Die Hälfte schon verschlafen. Ein HP. Was zum Teufel? Gucken wir mal, ob wir ja einen snacken können. Und da haben wir den ersten gekillt. Ich komm, kaum komme ich auf den Server. Also, ich drück 6. Was passiert dann? Ich habe einen Chopper irgendwie am Start. Okay, läuft. Aber meine Waffe hat nicht mehr so viel Muni. Ich muss gerade sagen, hier war gerade der Helikopter und ich glaube, ich habe richtig gesehen, der hat gerade einen aus dem Tunnel rausgesnackt. Ja, was meinst du? Also der hat ja richtig geilen Aim, muss ich schon sagen. Helikopter. Ah, der geht gut ab. Der Helikopter noch. Siehst du hier bei meiner Anzeige? Ach, von hinten kommen die Gegner, scheiße, ich bin schon. APG noch kurz Leben aufladen lassen. 5. Ein Schuss mit APG. Ja gut, das ist jetzt nicht so viel. Fuck. Ja, der war noch geschöpft von APG. Naja. Na gut, ist halt viele Tunnel, ne? Dass der so viel Kills macht, ist. Dass er wenig Kills macht, ist mir klar. Der schießt auch hier die ganze Zeit so gegen den Berg, oder? Ich weiß nicht, wie der schießt. Die Leute jetzt alle hinten bleiben, sollen mal vorrennen. Ich bin ganz alleine. Ich kann ja mal. Ich mach hier den ganzen Bullshit. Zwei. Und ich habe eh nun keine Sniper-Klasse mehr drin, glaube ich. Weil die sind da alle im Tunnel am Campen. Und da kann man von denen nur noch den Kopf sehen. Das ist so total lächerlich eigentlich. Ja, das ist auf der anderen Seite ja auch so, bei uns. Ich schnau alle nur im Tunnel. Aber ich habe hier gerade noch einen weggesnackt, der hier wieder rumwabbeln war. Ich will mal sehen, ob ich hier irgendwo einen von denen rankomme. Ja, fuck. Ah, da war die Munition alle von der Waffe. Macht nix. Geh mal hier hoch. Da hat keinen Sinn bei denen. Ja, was aber auch ganz cool ist, ich habe gerade meine Waffe der geschossen und der hat halt automatisch auf die Pistole gewechselt. Das ist für die Leute, die es echt nicht schaffen, die Waffe zu wechseln rechtzeitig. Ja, ist aber in vielen Games. Benutzerfreundlich, sag ich mal. Kannst ja mal mit dem, weiß nicht, Ego-Shooter King vergleichen. Bei Call of Duty ist halt auch so, also. Okay. Ja, ich spiele nicht so viel Call of Duty, aber. Ja, muss auch nicht. Ich glaube, bei Battlefield ist so, dann klickt das. Ich meine, ich ganz sicher, aber. Ganz auf jeden Fall, das Spiel hier. Hm? Call of Duty, ja, der neue Teil ist ein bisschen. Aber, naja, ist eine Ansichtssache. Ja, auf PlayStation ist halt das Problem mit der Verbindung, ne? Irgendwie haben wir so behindert gemacht.
So krasse Verzögerung. Okay. Ja, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ja. Ich sag mal, Okay, während ich auf das Spiel bin, kann ich auch schießen. Na gut, hab nichts getroffen. Okay. Ich sag mal, das Spiel an sich, Call of Duty, ich fand jetzt auch den Vorgänger auch besser, aber das ist ja unterschiedlich bei den Leuten. Jo. Viele sagen das halt, aber ich sag mal, muss ja jeder für sich selber entscheiden und die Verkaufszahlen sprechen halt deutlich eine andere Sprache. Oh, der ist am Kern. Nice one. Ich muss auf jeden Fall sagen, hast du schon mal diese die Aussicht so ein bisschen genossen? Ja, die man hier hat, wenn man hier außen lang läuft mit den schönen Bergen. Ja, die schöne Textur hier, die Himmelstextur. Ja, sehr schöne Textur. Ich meine, es ist ja keine Animation, weil da bewegt sich ja gar nichts. Das Wasser sieht irgendwie auch aus wie Scheiße, ganz ehrlich. Das sieht, ich find's echt traumhaft. Also ich könnte mich glatt verlieben. Für mich hier richtig wie zu Hause, wie bei Battlefield fühle ich mich hier. Ja, Battlefield auf Ultra, klar. Ja. Fuck, eine Granate. Ja. Also ich muss sagen, momentan machen es mir die Gegner echt leicht. Ich brauche einfach nur mit dem Cursor dahin zeigen, wo ich vermute, dass einer steht, und dann kann ich ihn sofort headshotten, weil die immer an denselben Positionen stehen. Und ich dadurch also nicht wirklich dazu gezwungen bin, zu überlegen, wo könnte der Gegner sein. Sondern sofort weiß, ah, der steht da. Hubschrauber gehört uns, das ist super. Der ballert auch fleißig. Okay, man kann die rein. Nicht schlecht. Ich find's immer geil, wie kreativ die Leute immer hinter den Kisten und vor den und so über die Kisten so rüber gucken mit ihren Köpfen. Vor allem diese roten leuchtenden Mützen. Ich kann sie nicht weiter nach rechts lenken, das ist so dumm. Ich bin irgendwie fest. Ja, sag, ich war gerade in so einem Gang. Ja, ne, die Typen haben ja immer diese geilen roten Mützen auf. Das ist echt voll super. Also da braucht man nicht mal zielen, wenn so eine Mütze über so eine Kiste rüber guckt, da weißt du sofort Bescheid. Da kannst du ja einen schönen Killer holen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, mit dem Anvisieren, ey, ist eigentlich lieber No-Scope, das ist irgendwie. Ach, fuck. Oh, da kam hinterher gerannt. Aber geil. Kam aber geil, ja. Ja, also ich bin ja echt erstaunt, da kam ja echt einer hinterher gerannt, ja. Normalerweise hocken die ja mal auf ihren Posis und dann bleiben die da stehen die ganze Zeit. Also wie man hier sieht, habe ich mit No-Scope irgendwie mehr Erfolg. Ja, also mal da so ein Fazit zu setzen für das Spiel. Top. Kaufempfehlung. Es ist... Kaufempfehlung auf jeden Fall. Eine Kaufempfehlung, ja, kaufen. Kann man das kaufen? Das ist kostenlos, ne? Könnt ihr bei Steam runterladen. Aber kaufen, auf jeden Fall kaufen. 50 auf jeden Fall kaufen. Kauft euch die Münzen, kauft euch Ingame-Münzen. Da könnt ihr euch richtig geilen Stuff holen. Zwar gibt's jetzt noch keinen Stuff, aber da kommt bestimmt noch sicher richtig geiler Stuff. Ich meine, ihr könnt jetzt schon Geld investieren für Sachen, die ihr noch nicht kennt, aber... Ja, na klar, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist halt wie bei vielen Free-to-Play-Games. Da war vielleicht der Wille da, ein geiles Spiel zu machen, aber da war wohl dann die Gier nach Geld größer als der Wille, was Geiles zu schaffen. Oder... Ich sag mal so, würdest du ein Game machen, an dem du nichts verdienst? Ja, naja, gut. Ich sag mal, so schlecht ist das Spiel nicht. Nö, es gibt halt auch ein paar richtig geile Games, die sind halt auch kostenlos und die sind vielleicht ein bisschen besser. Es gibt auch Spiele, die kosten halt wirklich nur eine Mühne Mark und die sind halt richtig geil. Aber für die Leute, die halt wirklich richtig Langeweile haben, die können das Spiel natürlich spielen hier. Obwohl, es gibt ja halt zum Beispiel auch Counter-Strike und so, das ist auch sehr ähnlich. Obwohl man hier halt auch Hubschrauber hat und so, das ist dann doch auch ein bisschen was anderes. Also aber wie gesagt, ist es alles ein bisschen ausgereifter, genauer mit dem, wo man hinschießt, weißt du. Okay, da campt natürlich einer, das ist... Ja, und ich sag mal, es gibt ja auch Spiele, die kriegst du auch wirklich für eine Marke oder so, da kannst du ja auch nur so einen Hubschrauber reinsetzen und nicht nur zugucken, wie er rumfliegt, ja. Ja, ja. Aber da muss er ja selber entscheiden, was er so haben möchte. So mal für einen kurzen Moment daddeln und so, wir haben es ja auch gespielt, es ist gar nicht so schlecht, also... Ein bisschen Bock macht's ja, ich meine, so ein bisschen rumballern und so, hier knallt das überall, Artillerieschläge, ein Helikopter, der ballert hier mit Raketen umher. Ist schon ein bisschen was los. Aber ich sag mal, so die Erfüllung ist es jetzt nicht. Grafikmäßig nicht, so gameplaymäßig. Gut, wir haben jetzt keine riesen Bugs gehabt, aber ja,
Fuck, nein. Aber es gibt vor allem gerade in der Kategorie Ego-Shooter gibt es dann doch schon Spieler, die würden mich auf jeden Fall mehr anmachen. Ey, da waren noch drei Leute, wieso hab ich die nicht alle? Naja. Egal. Also wie gesagt, falls euch das Spiel wirklich gefällt, bei Steam könnt ihr drunter laden. Ja, Arctic Combat, ne? Auch auf der Seite. Ja. Auf der Internetseite. Wie heißt das eigentlich? Arctic? Irgendwas, ne? Ja, ne, wir können es ja auch verlinken, ne? Im Video unten. Dann könnt ihr da auch direkt draufklicken. Auf Steam und dann euch das geile Spiel reinziehen. Ja, genau, Arctic Combat, genau so war das. Aber wenn ihr die Wahrheit hören wollt, bitte tut euch das nicht an, spielt's nicht, aber das bleibt euch selbst überlassen, ob ihr das spielen möchtet oder nicht. Okay. 3 AP habe ich noch. Gut, das war natürlich Fail von mir, ganz klar. Guck mal, ob mein alter Kumpel wieder an seinem Punkt steht. Jetzt ist er weg. Der Johnny ist weg. Ich glaube, er hat sich einen anderen Punkt gesucht, der besser ist, geil. Der geiler ist, weil er hat gemerkt, ich schieße ihn die ganze Zeit ab. Ach, da unten, lol. Und dann kommt die Rakete angeflogen. Ja gut, das war natürlich. Jetzt gehe ich mal hier lang, sehr langweilig, mal den gleichen Weg lang zu gehen. Weißt du, das so Sachen, man kann nur seinen Kopf sehen, ne? Und ist wie in Call of Duty so ein bisschen am Head glitschen. Ach ja. Was ist denn hier los? Ich glaube schon wieder bei uns am Spawn. Jo, Standard halt, ne? Aber das gibt's halt nicht, wenn ich hier spawne. Oh, wir haben schon wieder einen Hubschrauber. Schon wieder, ja. Der letzte ist erst gerade weg. Ja, zumindest haben wir hier jetzt nicht so so ein Artillerie-Gespamme wie letztes Mal. Jo. Wo dann wirklich alle paar Sekunden dann Artillerieschlag und da kommt der über die halbe Karte geht. Da haben wir schon mal ein bisschen mehr gekonnt hier auf der Karte. Ah, der Helikopter geht ja ganz gut ab, ne? So, ich habe dann wieder welche. Ja, ich muss sagen, was auch ziemlich geil ist, weil ich noch ganz kurz ansprechen muss, Rennen, ja, Sprinten ist hier wie bei Minecraft. Also wenn ihr Minecraft rennt, richtig, also zweimal nach vorne drücken und ihr rennt richtig geil los. Das wollte ich jetzt nochmal los, richtig loswerden. Ich hoffe, das war jetzt eine Aufnahme, ja. Weil wir hatten ja gerade wieder den geilen Cut eventuell, weil wir jetzt wieder rausgeflogen sind aus dem Spiel. Ja, wieder am Launcher sind. Episch halt, ne? Ja, und auf jeden Fall ganz schnell W zweimal drücken und dann rennt hier richtig geil los. Also Sprinten-Taste ist hier echt nicht drin. Also hier steht zwar immer 500, ne? Also das sieht zwar immer so aus, fällt man 10.000 oder so und dann zack, beim nächsten direkt wieder 500. Also immer man kriegt irgendwie nur 500 Punkte. Money Points, whatever. Ja, da könnt ihr ja mal richtig geil meine Stat angucken, ja. Ich kann das ja hier mal. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch seht. Aber naja, gut. Naja. Das Spiel ist schon verdammt geil, muss man jetzt mal so sagen. Jo, auf jeden Fall. Clan-Kampf machen sich gerade. Wie gesagt, am Ende müsst ihr selber entscheiden, ob ihr es spielen wollt. Wir haben es euch nur mal vorgestellt. Und ja, ich sag mal, es ist nicht ganz kompletter Bullshit, aber ich sag mal, ich habe schon Besseres gespielt und wenn ihr halt wirklich bis hierher geschafft hat, noch zuzugucken, euch das angetan habt, dann kann ich euch nur sagen, also, ja, überlegt euch bitte zweimal. Oh ja. Na gut, okay. Ich denke mal, das war's dann mal wieder. Ja. Mal schauen, welches Game als nächstes dann kommt. Was für ein Schmankerl, wir uns das nächste Mal reinziehen. Ich glaube, ich habe da schon so ein Spiel. Hm. Oh ja, richtig geil, ja. Und ich verabschiede mich und das letzte Wort hat wieder unser Tim. Bis zum nächsten Mal. Ja. Okay, ja, was soll ich noch sagen? Also, ich bin ja richtig baff, ja, von dem geilen Spiel. Ich muss jetzt erstmal die nächsten Stunden, muss ich mich erstmal wieder abreagieren, ja. Also ein bisschen ruhiger werden. Weil ich bin auch immer so aufgeregt, so aufgekratzt von den ganzen geilen Special Effects und der geilen Grafik und alles drumherum. Also,
Ich muss sagen, das Spiel, das war over erste Klasse, ja. Okay, dann wird wohl Zeit, ja, auf Wiedersehen zu sagen. Macht's gut, Leute, und viel Spaß mit dem Spiel, wenn ihr Bock habt. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bye, bye. Ciao.